So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Weißen. Und wir haben ja die Aufgabe gekriegt, von Hermine in den dritten Stock zu kommen. Und das werden wir jetzt mal Diese machen. Treppe führt in den dritten Stock. So war es zumindest gestern noch. Danke, liebe Ravenclaw-Mädchen. Helf uns, in den dritten Stock zu kommen. So, dann gehen wir hier hoch. Was ist das für ein Treppenlauferei? Und, ja, dann gehen wir hier hoch. Mal sehen, was passiert. Boah, Professor Snape, unser Lieblingslehrer. Das gesehen? Ich habe Professor Snape gerade aus dem verbotenen Korridor kommen sehen. Er hat gehumpelt. Komm, Harry, lass uns einen Blick riskieren, bevor Filch zurückkommt. Hast du das Knurren gehört? In diesem Korridor ist sicher etwas ganz Furchtbares versteckt. Ach was. Halt doch nur Fluffy. Aber jetzt habe ich voll gespoilert. Erzähl mir das besser unterwegs. Sonst kommen wir noch zu spät zum Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Eigentlich sind hier noch gar keine Freunde. Wir wollen lieber noch ein bisschen Fluffy gucken. Fluffy. Hallo Fluffy. No, will ich nicht. Ja, aber den Geheimgang. Nein, will auch nicht. Na, dann gehen wir doch wohl besser in den Unterricht. Und lernen noch was. Heute wollen wir lernen, wie man mit Hilfe des Lumos-Zaubers schwarze Magie bekämpfen kann. Ach, das ist ja wie ein Mond, gell? Ja. Achte meinen Zauberstab. Halte dann die Maustaste gedrückt und mach das Symbol nach. Lass die Maustaste wieder los, wenn du fertig bist. So, runter, 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 runter. Ich kann voll nicht malen. Ja, wird reichen. Eine gute Leistung, aber du kannst es noch viel besser. 5 Punkte für Gryffindor. Dankeschön. Versuch es nochmal, Harry. So. Eigentlich sollte man nur ausbessern, wenn er fertig ist. Aber es reicht trotzdem ganz gut. Flimpen. Ach, nicht Flimpen, du kannst viel besser. Gut gemacht, Harry. 10 Punkte für Gryffindor. Die gewinnen eh die Gryffindors. Versuche etwas schneller zu werden, Harry. Wenn ich etwas schneller werde, zeige ich mich auch ungenau. Ist schon mal aufgefallen, Herr Professor. Da. Oh, 98%. Gut gemacht, Harry. 3 von 4 habe ich schon. 10 Punkte für Griffin. Versuch es nochmal, Harry. Okay, das war nichts. Noch zweimal abgefahren. Glaub mir, dass es was wird, aber ich bin ein bisschen abgefahren. Ja. Das hätten wir vorhin diese 98% haben sollen. Nicht schlecht, aber leider nicht ganz richtig.
Aber so schlimm finde ich das gar nicht. Folgen wir lieber unserem Freund. Eine versteckte Bildkarte. Okay. Ei, ei. Herr Lehrer. Du kannst den Lumos Zauber ein wenig üben, indem du versuchst, die Lumos Aufgabe zu bestehen. Folge mir. Halte die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Du kannst den Zauber an diesem schluckenden Wasserspeier üben. Ziemlich hell, nicht wahr? Du kannst jetzt die Spalte überqueren und dich auf die Suche nach den Sternen machen. Wir treffen uns dann später. Ja, ich will erst gucken, was es hier noch so gibt, so cool ist. Lass uns wieder gehen, lass uns wieder gehen, wir wollen nicht mehr. Oh. Na gut. Dann springen wir jetzt mal rüber. Und gut, hier finden wir erstmal nichts. Und hier auch nicht. Dann gehen wir weiter. Okay, was haben wir denn hier? Haben wir nichts. Dann haben wir hier haben wir einen Stern. Dann haben wir noch eins. Zwei. Einen einsammeln und noch einsammeln. So. Bevor es hier weitergeht, nehmen wir erstmal die Kiste mit. So, dann machen wir mal hier auf. Oh, ging sogar die Seite gleich auf. So, was haben wir hier? Lass mal was zu mitnehmen. Noch was zu mitnehmen. So, wo hast du uns was gebracht, Herr Lumos? Schauen wir doch mal. Eins und zwei. Und drei. Und vier. Und drei. Aber da gibt es hier noch gar nicht. Lass uns von hier umzaubern. Sind wir cool? Können wir das? Nein, natürlich nicht. Wow. Dann können wir jetzt hier noch was machen. Genau. Lumos. Lichterscheine. Wie kommen wir dann nur rüber? Ich weiß es nicht. Helft mir. Es ist sicherlich, indem wir doch da hinten gehen und da mal reingucken. Und ja. Und ja. Und ja. Und und springen. Gut gemacht, Harry Potter. Dann haben wir hier eine Kiste. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Dann machen wir erstmal Lumos. Ui. Dann haben wir ein Speicherbuch. Und da sind wir vorhin schon drüber gesprungen. Gut, dann müsste es hier eigentlich nichts mehr geben. Wow, das hätte ich voll übersehen. Und da ist noch die eine B-Karte. Oh, voll Glück gehabt. Ich hätte das jetzt echt übersehen. Wer bist denn du fürs B-Karten? Frau, Mann, Zauberin. Ja, lass uns mal gucken. In den Dings, die hatten wir schon, die hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Bertie Bott hatten wir schon. Hier. Cassandra the
Blatzki, 1894 bis 97, berühmte Seherin und Autorin von Beleuchtung der Zukunft. Okay, ja, da haben wir dann den Basilisken erschaffen. Und so viele B-Karten sind es gar nicht. Jetzt habe ich es mit verwackelt. Oh, muss passen. Gut, dann wieder raus mit uns. Warte mal, nochmal zurück. Zaubern. Ja, dass da auch nochmal was versteckt ist. Nee, da ist nichts. Alter, jetzt habe ich gedacht, ich springe runter. So, dann haben wir hier. Nur ein Wandvorhang. So, was finden wir hier? Erstmal nichts, außer ein paar Bohnen. Ja, bin ich eigentlich voll böse und macht hier alles kaputt. Mensch, Harry, hat dir das deine Mama nicht beigebracht? Oh, tut mir leid, deine Mama ist ja tot. Hat dir das deine Tante nicht beigebracht? So, dass man keine Vasen zertrümmert. Außer es ist ein Geschenk deiner ungeliebten Verwandtschaft. Ja, wo geht's denn jetzt hier hoch? Hoch, 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 hoch. Doch, auf der anderen Seite hoch. Ah. Es hat sich geöffnet. Okay. Ah, ein Fahrstuhl, ein Fahrstuhl, ein Fahrstuhl, ein Fahrstuhl. Renn, Harry, renn und spring. Mal warten, 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 warten. Yeah. Und warten, 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 warten und... Wow. Gut gemacht, Harry. Bin ich wieder geklettert, obwohl es total unnötig ist zu klettern. Yeah. Ich bin stolz auf dich. Oh, da geht's auch nicht weiter. Jetzt sind wir wohl da entlang. Dann haben wir hier noch ein Bild, das sehr verdächtig aussieht. Aber kein Geheimgang. So, wo wurde jetzt ein Weg gemacht? Gut, darüber. Das schaffen wir ja gerade noch so. Also hier ist nichts. Nein. Gut, Harry, spring. Spring und spring. Genau. Was ist mit dem Bild? Flipendo. Flipendulumos. Geschafft. Dann nehme ich hier wieder raus. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Stern. Harrys Stern. Genau so. Wow. Nichts. Schon wieder nichts. Und da sicherlich auch nichts. Nein. Dann gehen wir jetzt in das Speicherbuch. So, und was uns jetzt erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüssi.